So, wir haben uns hier verstärkt erstmal bei dem schönen Bäcker. Das Brot kann ich euch nicht mehr zeigen, Hälfte ist bei uns drin. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir hier hochfahren. Das ist bestimmt nicht zu sehen. Das sind mehrfach 20% oder da hinten jedenfalls, also hier links. Jedenfalls müssen wir aus dem Talkessel hier raus, wo wir gerade reingefahren sind, aus dieser Stadt. Na? Und Ute freut sich schon ganz doll. Aber ich darf ja nicht mitschweigen jetzt. Ja, hat sie echt krank vorgeschlagen. Ja, wollte sie jetzt hier sich so ein irgendwas nehmen, wo sie Draht drauf schmeißen kann. Der nimmt schon so einen Rad mit. Und sie vergessen. Die wollen uns strampeln sehen. Werden wir jetzt auch machen. Da hinten, wo wir jetzt gleich fahren, vielleicht sehen wir es später nochmal, sind es nur mehrfach 15%, 5%, 15%, 15%. Jedenfalls müssen wir 400 Meter hoch, damit Ute ihre Säulen kriegt. Die will irgend so eine Säule da, so eine Kirsche drauf. Also bis später. Tschüss, wenn wir es schaffen. Die ersten Mal 15% haben wir hinter uns. Ja, durchatmen. Ja, die Pflaumen haben wir übrigens gerade für 2 Lari gekauft hier, ein halbes Kilo. Naja, jetzt hier 2 Waagerechte und dann wieder 15. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Sind wir doch wieder auf der großen gestrandet, aber ein Stück höher, eine Etappe höher. Ehemals 20 ist hier noch. Wir müssen da hoch zu diesen Häusern. Ja, ist schon der nächste Anstieg. Wir müssen einfach aus dem Kessel hier von der Stadt raus. So habt ihr sehen, ja, extrem. So schnell einstecken, muss trampeln. Das ist maximal schweißtreibend. Wow. Da hinten aus den Hochhäusern sind wir irgendwo gekommen mal. Aber wo war jetzt hergekommen sind, sieht man ja nicht mehr. Kann ja mal rüber gehen, wenn man es hier sieht. Obwohl wir erst die Hälfte haben. Aus dem Klamm halt unten von dem Fluss. Die Autos haben auch zu tun. Wird nur noch mitschieben. Aber hier sollen wir abkürzen können. Aber es ist leider eine Treppe. Wenn man die Treppe bewältigt hat, wäre man schon ein ganzes Stück weiter oben. Aber das werden wir wohl nicht tun. Also weiter. Leicht rechts abbiegen. Oh, der Stau ist nicht durch uns, sondern durch den LKW. Der kommt nicht ohne besser hoch hier. Aber nach der Kurve sollen 20 vorbei sein. Das ist bloß eine 18% Steigung. Ja. Können wir schon wieder fahren wahrscheinlich. Müssen wir mal Helm aufsetzen jetzt. Das hat Spaß gemacht, war das Stück. Was? Das Stück hat Spaß gemacht. Nee? Hat ihr nicht Spaß gemacht. Naja, sie will mal cyclen, sie will natürlich fahren dann. Jetzt habe ich gesagt, jetzt wird hier geschoben und schon ist natürlich der Spaß weg. Was soll man da machen? Und immer noch 200 Meter. 250 Meter hoch. Warte, waren jetzt bis 19 Höhenmeter? Ja, weiß ich nicht, ich habe noch nicht geguckt, aber war da jetzt fast waagerecht. Da hinten. Ich muss mal über die Mauer gucken. Ich gehe mal über die Mauer gucken. Vielleicht sieht man da was, wie tief das ist, wo wir da hergekommen sind. Ja. Ja. Sieht man nicht wirklich.
Jedenfalls geradezu da über die Berge sind wir gekommen, unten rein und dann wieder raus. Naja, wer runterfahren will, muss auch wieder hochfahren, logisch. Auch die LKWs schnaufen. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Da ist es. Wow. Und hier ist unsere Wiese. Die tolle Wiese mit Tischdecke. Da werden wir uns jetzt hier ausbreiten.